Willkommen zum Abstiegskrimi in der Gruppenliga zwischen dem SV Hof Bieber und der FSG Hohenroda. Die Saison ist nicht mehr lang und wer jetzt Punkte liegen lässt, könnte bald den Fahrstuhl nach unten in die KOL nehmen müssen. Die Gastgeber laufen mit einem 3-5-2 auf. Dietmar und Kapitän Heuer auf der 6, Heinisch und Müller auf den Außen und Fröhlich mit Dege in der Offensive. Hohenroda schickt ebenfalls ein 3-5-2 ins Rennen. Lepke, Münkel und Burkhardt bilden die Verteidigung, Schaub und Emmerich im defensiven Mittelfeld und vorne agieren Schleinig und Brandenstein. Feuerfrei in diesem Spiel geht es um viel. Sascha Schleinig setzt sich gegen Leon Bau durch, bringt die Kugel in die Mitte und Martin Erbe macht das frühe 1-0. Da hat Hof Bieber in der Abwehr gepennt. Im weiteren Spielverlauf ist Hohenroda etwas besser. Hof Bieber gelingt nicht viel, aber kann durch Kampf und leidenschaftlichen Einsatz wie hier von Dietmar einen höheren Rückstand verhindern. Nach 25 Minuten fängt sich Rot etwas und Max Fröhlich versucht sein Glück aus 16 Metern. Vergeblich. Kurz vor der Pause hat Fröhlich eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, aber Lechtenböhmer ist hellwach und schnappt ihm den Ball vom Fuß. Es dauert lange, bis sich wieder etwas Nennenswertes ergibt. In der 75. Spielminute trifft Tim Fischer statt den Ball das Schienbein von Justin Heuer. Fischer hatte schon Gelb und muss nun folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz. 5 Minuten später. Freistoß Dege, ein hoher langer Ball in den 16er und Fröhlich rutscht an der Kugel vorbei. In der Schlussphase merkt man den zahlenmäßigen Unterschied deutlich. Hof Bieber drängt auf den Ausgleich und Erik Nüdling, zuvor eingewechselt, macht ihn. 1-1 nach 83 Minuten. In der Nachspielzeit haben die Gäste dann noch die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Schaub schickt Schleinig mit einem starken Ball in den Raum, aber Hahner hält den Punkt fest. Und das geht leistungsgerecht in Ordnung, wobei es keinem der beiden Teams so wirklich weiterhilft, da Konkurrent Großenlüder mit 4-0 gegen Bronzell gewonnen hat. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.